Hallo und willkommen zum Glitch. Ihr hört dich ja komisch an. Hauen wir sie einfach mal mit rein. Wo wart ihr? Da wart ihr. Viel Spaß. Wollt ihr euch nicht mal paaren? Für kleine Krokodile? Könnte man eventuell das hier noch als kleines Gehege verwerten? Haben wir jetzt vielleicht so ein Tier, was wir da reinpacken können? Wir haben schon. Ah, die brauchen Platz halt ohne Ende, ne? Die Gorillas brauchen halt Platz ohne Ende. Müsste man. Hier müsste man zumachen. Müsste man euch in Transportboxen packen und hier zubauen. Ein Gitter vormachen. Moment. Das könnte man ja sogar machen, oder? Mach ich euch beide? Moment. Dann aber nur für die Dauer während des Umbaus. Ich glaube, das wäre der. Kroko. Sand fertig machen. Verlegen. Möchte die gerne nach hier vorne verlegen, ja. Und dann bauen wir das ein bisschen um für die Gorilla. Da könnte ich noch Gorilla holen. Kann man nicht reservieren? Könnte man hier ja schon umbauen. Kriegen wir das irgendwie hin? Können die Leute ja von hier oben runter gucken. Die müssen wir halt nur zumachen. Versand fertig. Machen wir sie Versand fertig und stoppen die Zeit. Dann können wir jetzt hier in Ruhe umbauen. Okay, Barriere. Wir brauchen einfach einen Zaun. Okay, machen wir nochmal neu. Ja. Okay, einmal in den Fetz. Okay. Sollte reichen. Machen wir das Klettern auch aus. Hier haben wir das Klettern aus. Ja, es wird gleich ein bisschen anders werden. Barriere. Ohne. Das ist ohne. Ohne.
müssen uns halt nur überlegen, wie kommen wir jetzt hier rein. Da. Und hier ist nicht das Problem. Wie zimmer ich eigentlich hier in den Eingang rein und ist gut. Hier in der Seite. Das ist weniger das Problem. Mal so. Wie Platz braucht eigentlich so ein Gorilla? Ich habe keine Ahnung. Hier fehlt eine Verbindung. Nee, Barriere. Da. Ohne. Ah, guck mal einen an. Was haben wir denn da? Ja, passt. Können wir jetzt... Zack. Nee, wir müssen jetzt rumlegen. Barriere, bitte, danke. Ist immer noch keine Verbindung. Machen wir anders. Wir haben ja hier. Gehen jetzt ohne. Von hier gehen wir nach da. Das können wir das hier in den Felsen reinziehen, dass es nicht mehr so auffällt. Okay. Müssen wir zwei getrennte Gehege haben. Würde es einfach schon mal einfach mal sagen. Und hier auch auf gleichem Maß hochziehen. Das macht mich echt kirre, ne? Und ja. Oh, warte mal. Barriere bearbeiten. Das macht mich echt kirre, ne? Dass das alles unterschiedlich hoch ist. Können wir hier nicht sogar, damit es ein bisschen luftiger wirkt? Mal gucken, ob das funktioniert. Damit das ein bisschen luftiger wirkt, ne? So eingeengt. Okay, hier müssen wir eh noch bearbeiten. Ich will nur bis hier. Spiegel machen wir jetzt erstmal auf der anderen Seite. Die Seite. Nee, das sieht schon ganz. Ups. Genau falsch rum. Das müssen wir genau andersrum machen. Hier schön reingucken kann. Und von hier oben. Ja. Okay. Damit das noch ein...
Komm. Wir fuschen jetzt erstmal hier irgendwie einen Eingang hin. Ne, ich will den Stab haben. Den Eingang haben, den können wir jetzt immer noch so ein bisschen... So nicht. Gegeneingang kann ich an mehrere... Ja, das müssen wir jetzt erstmal anders machen. Okay. Ja, muss sowieso hier rüber. Bitteschön, Dankeschön. Moment. Moment, das kriegen wir hin. Nee, zack, zack. Wir haben es ja hier auch geschafft von hier. Hier sind wir außerhalb eines Geheges. Erstmal sollten wir generell und hier nach oben. Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Können wir... Barriere. Können wir euch... Beziehungsweise... Doch, von da... Da. Können wir euch nicht so setzen? Ja. Schieben wir euch mal wieder nach oben. Ja, das wird. Ich habe Idee. Hier muss ja kein Kletterschutz sein. Natürlich noch das Ding. Das war schon richtig, aber weiter den Klettersch. Können wir jetzt hier schon rein? Da brauchen wir. Boah, Gästetor. Tschüss. Oh, erstmal ein Gästetor. Weg. Manchmal will er sich nicht löschen lassen. Wird nur ein ganz kurzes Ding. Nein, weg. Auch erstmal weg. Das Ding freisetzen. Da ich nicht so viel Platz habe. So. Brauche ich hier auch gar keine Spiegel. Das ist ja nur für mein Gewissen. Hier vorne kann ja so sein. Aber das hier hinten muss anders sein. Zack.
Mir ist es egal, ob die was sehen. Mit. Das hier ist auch relativ egal. Aber ich muss das erstmal so bauen, damit ich irgendwie... Einwegspiegel. Perfekt. Beidseitig Kletterschutz. Zack. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir zwei unterschiedliche Gehege. Krokus? Gorilla. So. Perfekt. Jetzt kommt dieser Alarm nämlich nicht. Weini Alpha-Kämpfe. Baran-Kämpfe. Okay. Gucken wir uns das gleich mal an. Baran. Alpha-Kämpfe. Das war es auch nicht. Inselohrschwein. Ne, wir sollten erstmal nach Alter gehen. Ist du jetzt Nummer... Nee. Ach, Schimpanse. Ah, Schimpanse. Westlicher Schimpanse. Gib mir die erstmal das Handelszentrum. Welches Tier ist entkommen? Ich wusste es. Nee. Spiel. Lass mich aus diesem Menü raus. Hab ich jetzt nicht bedacht, aber das kriegen wir hin. Nee, wir müssen ja von hier. Oh, Spiel. Hallo, Spiel. Das ist manchmal das, was ich so hasse, ne? Beidseitig. Schimpanse, ich muss ja. Was haben wir jetzt noch? Alpha-Kämpfe, Mandrill. Müssten ja die jetzt auch schon erwachsen sein, wa? Was kriegen wir hin? Mandrill. Lass mal dich frei. Wir müssen eh was freilassen. Haben wir jetzt den sechsten? Ja, fehlen noch drei. Also drei verschiedene. Also Kroko fehlt auf jeden Fall noch. Idealverhalten? Stress. Boah. Auf jeden Fall haben sie jetzt den Weg nach oben gefunden. Baran-Überbelegung. Ja, dann hauen wir mal ein paar weg.
Wie viele verschiedene Tierarten habe ich jetzt an sich in meinem Zoo? Flamingos müssen wir. Kann ich das irgendwie nachgucken? Tiere. Ah, hier. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tiere. Oh, verstorben. Varis leiden unter einer Menge Stress. Hungrig, ja. Was wollt ihr jetzt eigentlich als Essenstablett haben? Ich glaube, habe euch voll vergessen. Oh, die puttern aus dasselbe Ding. Oh, habt ihr echt schlechte Karten bei denen? Mehr hin. Nur mal ein Tierpfleger rein. Vielleicht kriegt er ja noch was zu futtern. Hm, haben wir jetzt? Schimpansen, ich brauche noch einen. Ein Flachlandgorilla. Ne, ich habe noch keinen ausgesetzt. Jetzt müssen wir mal auf Flachlandgorilla noch warten. Ja, dann können wir ja schon mal einmal das Gehege ein bisschen anpassen, ne? Östlicher Flachlandgorilla. Braucht der was zu klettern? Ja, so ein bisschen, ja. So ein bisschen braucht er. Okay. Hat er Bierzeug? Ne? Das wird schon fast reichen, dann klettern. Hoffe.
Wir werden sehen, wenn ich endlich mal ein Männchen finde. Jetzt drehen die wieder alle durch. Als ob ich nicht genug Schilder schon aufgestellt habe. Okay. Schnell mal ein Tier angucken, ob wir was Spezielles jetzt finden. Bis jetzt nicht. Aber okay, das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Bis denn. Ciao.